Ja, die Originalversion dieses Videos ist mir leider demonetarisiert worden, deshalb lade ich es jetzt nochmal mit Zensur hoch. Das finde ich größtenteils großartig scheiße und großen Rotz, dass das notwendig ist, denn was hier drin ist, sind alte Gemälde aus dem Jahre 1840 rum, die eben Nymphen darstellen und die hat man damals sinnvollerweise eben nackig dargestellt. Das ist in keinerlei sexuellem Kontext zu sehen, sondern so müssen die halt damals ausgesehen haben. Das ist hier quasi Geschichtsforschung und wirklich in keinster Weise irgendwie moralisch verwerflich, meiner Meinung nach. Allerdings ist der olle Algorithmus von YouTube da offensichtlich anderer Meinung und meint, das darf man so nicht zeigen. Das könnte ganz schlimme Folgen für die Jugend oder für wen auch immer haben. Ich finde das furchtbar heuchlerisch und grundsätzlich total scheiße, weil der Algorithmus einen Haufen Quatsch mit zwar noch halbwegs bedeckten Brüsten, aber wirklich mit ganz klarem Bezug auf sexuellen Inhalte und so weiter und so fort, einfach alles durchwinkt und lediglich eine Darstellung, die eben Brustwarzen enthält, dann unbedingt sofort geblockt werden muss. Das ist ein Riesenschwachsinn und dumm bis zum geht nicht mehr und heuchlerisch eben, weil es so viele Schlupflöcher und so viele Ausnahmen gibt, was da alles schon durchgewunken worden ist unter völlig hanebüchenden Bedingungen. Und ich kann mich da wirklich nur aufregen. Ich finde auch das amerikanische Weltbild diesbezüglich völlig idiotisch, dass die da eine derart prüde Gesellschaft sind, dass sie nicht das kleinste bisschen Haut in einem wirklich, wie gesagt, völlig harmlosen Kontext zulassen können. Also, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Aber das ist natürlich nur meine Meinung. Dran halten muss ich mich trotzdem, wenn ich hier mitspielen möchte. Und das möchte ich ja leider. Und aber ich habe das Recht mitzuteilen, was für einen ausgemachten Schwachsinn ich das halte. So, und damit habe ich mich jetzt aufgeregt und dann können wir zum eigentlichen Video übergehen. Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen weiter mit meiner Denkmale-Serie und es handelt sich hierbei um das sogenannte Kellerskreuz. Man kann quasi nicht mehr wirklich lesen, was da drauf mal gestanden hat, aber da war der Name Burkhard Keller zu lesen, früher mit O geschrieben, also Burkhard, irgendwie sowas. Jedenfalls, das muss sich um diese Inschrift ursprünglich gehandelt haben. Zumindest sind sich die historischen Quellen, die es zu diesem Kreuz hier gibt. Ja, ist ein bisschen donnerig heute. Darin ziemlich einig. So, und zu diesem Kreuz gehört eben eine, ja, man weiß es nicht genau. Eine etwas verworrene Geschichte, an der aber vielleicht doch ein bisschen was dran sein könnte. Denn tatsächlich ist dieses Kreuz hier schätzungsweise tatsächlich so alt, wie eben die Zeit, an der sich dieser Vorfall mit dem Burkhard Keller und dem, was ihm hier im Wald widerfahren ist, ereignet haben muss. Und zwar war das Ende des 16. Jahrhunderts, also ziemlich genau um 1600 rum, vielleicht 1590, 1595, irgendwo so in diesem Zeitraum befinden wir uns nach der Überlieferung. Und zu der Zeit lebte oben im Schloss, ich zeige euch dazu ein paar Bilder, im Schloss Hohenbaden lebte der Markgraf von Baden nicht mehr. Nämlich, der war umgezogen in sein moderneres Schloss direkt über der Stadt von Baden-Baden gelegen und auch ein wohnhafteres Schloss als so eine alte, zugige Burganlage, die noch zur Verteidigung gedacht gewesen ist. So, und zurückgeblieben in der alten Burg ist die jeweilige Witwe, also die Mutter des jeweiligen Markgrafen als Altersresidenz und mit ihr lebten dort
dort dann noch zwei Hofdamen, die ihr eben entsprechend hofiert haben. Natürlich diverse Bedienstete und Angestellte und aber eben auch ein Kavalier. Ne? Und zwar in der damaligen Form war ein Kavalier tatsächlich ja, der spät beginnende Renaissance, spätmittelalterliche Ritter. Das, was vom Ritterstand noch übrig geblieben ist, also ein niederer Adliger, ein Edelmann. Und in jungen Jahren hat man die dann eben zur Ausbildung zu diversen Fürstenhäusern geschickt, damit sie da dann eben lernen, wie man sich zu benehmen hat als Ritter, als Adliger, als Kavalier, als Junker. Als Junker wird er auch mitunter bezeichnet. Und der örtliche Junker im Schloss Hohenbaden, das war Burkhard Keller. Und der war wohl ein recht hübsch anzusehender junger Herr und konnte es gut mit den Damen und hatte nicht selten, also einen relativ guten Ruf weg, was seine Fähigkeiten bezüglich der Damen anbelangte. Ne? Also damals hat sich ja benommen, aber er war wohl beliebt beim schönen Volk. Dadurch, dass er eben so beliebt war, hatte er sich auch relativ schnell, nachdem er schon kurze Zeit auf Schloss Hohenbaden lebte, eine Herzensdame angelacht und die lebte in Kuppenheim. So, wir befinden uns hier recht nah am Schloss. Nach Kuppenheim ist es, wenn man ein Kavalier ist. Jetzt wissen wir nicht, ob er zu Fuß ging. Angeblich soll er meistens zu Fuß unterwegs gewesen sein, um das Ross zu schonen. Aber eigentlich müsste er ja als Ritter standesgemäß auch irgendwie ein Pferd gehabt haben. Aber die Quellen weisen nur darauf hin, dass er wohl die meiste Zeit zu Fuß gewesen ist. Und zu Fuß braucht man von Schloss Hohenbaden bis nach Kuppenheim, ins historische Stadtzentrum von Kuppenheim, schätzungsweise zwischen 2 und 3 Stunden. Je nachdem, wie super sportlich man ist. 3 Stunden, ich denke, das wird für die meisten erprobten Spaziergänger zu schaffen sein. 2 Stunden ist dann schon ein zügiger, ordentlicher Marsch. Ne? So, und eben in diesem Kuppenheim, da lebte Katharina von Tiefauen. Und die hatte es ihm angetan, das war die Tochter vom Vogt von Kuppenheim, also auch wieder standesgemäßer Umgang für einen Junker. Und da er da regelmäßig vorbeischauen wollte, ging er an Tagen, an denen er frei hatte und keine höfischen Aufgaben ihm anvertraut waren, ging er morgens los nach Kuppenheim, blieb dann bei seiner Katharina und versuchte die davon zu überzeugen, dass heiraten eine gute Idee sei. Und lief dann gegen Abend wieder zurück. Und weil er im Sommer meistens recht lange weggeblieben ist, kam es nicht selten vor, dass er erst bei Einbruch der Dunkelheit oder auch nach Einbruch der Dunkelheit wieder zurück am Schloss ankam. So, eines Tages ereignete sich nun Folgendes. Der Burkhard kam wenige hundert Meter von diesem Kreuz hier entfernt auf einer Lichtung vorbei, die eben auf dem Weg lag zwischen Schloss und Kuppenheim. Und auf dieser Lichtung sah er plötzlich im schwindenden Licht des Abends, es war also noch nicht gänzlich dunkel, je nachdem welcher Quelle man glauben kann, sah er eine hell verschleierte Frauengestalt. Und wo andere Leute es wahrscheinlich mit der Angst zu tun gehabt, bekommen hätten, war der mutige Burkhard der Meinung, na, das kann ja nicht sein, dass ich hier flüchte oder sonst wie. Schließlich bin ich Junker und muss mich entsprechend standesgemäß verhalten. Also nähert er sich der verschleierten Gestalt zum ritterlichen Gruße und würde ihr alles Gute und einen schönen Abend wünschen. Und in dem Moment dreht sich ihr verschleiertes Gesicht zu ihm und sie verblasst und löst sich zu Nebel auf. So, der Burkhard ist entsprechend ein bisschen perplex, das erlebt man jetzt so nicht so häufig. Ja?
und setzt entsprechend seinen Weg zum Schloss fort und spricht dort mit einem alten Bediensteten, der hier sämtliche die Umgebung sehr gut kennt und sämtliche Sagen der näheren Wälder aufsagen kann. Und von dem erfährt er, dass es früher an dieser Stelle, an der keiner vorbeiläuft nach Einbruch der Dunkelheit, außer dem Burkhard, der das eben nicht wusste, an dieser Stelle soll früher ein römisches Heiligtum gestanden haben mit einer marmornen Statue obendrauf, die eben eine leicht bekleidete Dame zeigt, die dort, ja, welche genauen Bedingungen es da weitergegeben hat, das wusste der Alte auch nicht. Aber das war den Leuten schon immer unheimlich. Schon seit jeher ist niemand nach Einbruch der Nacht dort vorbeigelaufen. Inzwischen ist von diesem Heiligtum nicht mehr viel übrig. Er wisse noch ungefähr, wo es gelegen sein sollte und will aber nichts mehr zu tun haben. Ja, der Burkhard, dem seine Neugier ist nun geweckt, und er drängt den Alten, ihm eben zu berichten, wo exakt dieses Heiligtum gelegen sein soll. Und am nächsten freien Tag des Junkers macht sich dieser wieder auf den Weg nach Kuppenheim, verbringt da wie immer Zeit mit seiner Angebeteten, und auf dem Weg zurück zum Schloss macht er wieder auf der Lichtung Halt. Und tatsächlich wartet er dort noch bis zum Einbruch der Nacht und erblickt dann auf einem Stein sitzend, diesmal aber unverschleiert, wieder diese Frauengestalt. Und er kann ihr nicht allzu nahe kommen, er sieht aber schon auf die Entfernung, dass es sich um eine wahre Schönheit handeln muss, mit vollem wallenden Haar und einem wunderbaren hellen Anglitz. Und auf Wikipedia steht übrigens, sie hätte auch, aber das steht nur auf Wikipedia. Ich habe keine historische Quelle dazu gefunden. Wikipedia wird auch von Männern geschrieben. So, und da ich hier schon einen Fehler in Wikipedia vermutet habe, habe ich mal ganz intensiv recherchiert, selbstverständlich nur deswegen, weil ich hier Qualitätssicherung und umfangreiche Recherche anbieten möchte, natürlich nur und ausschließlich, denn wir finden auf Wikipedia folgende Aussage. Aber diesmal war sie nicht in Leinen gehüllt, der Schleier war abgelegt, ihr Kopf war an ihre Hand angelehnt und ein frischer Wind spielte fröhlich mit ihren langen Kastanien. Braunen Locken, welche ihren üppigen Busen und ihre weißen Schultern bedeckten. Zitat nach Wikipedia, ne? Interessant ist allerdings, dass wir im Sagen aus den Rheingegenden und dem Schwarzwaldbüchlein vom Alois Wilhelm Schreiber aus dem Jahre 1839 nur folgendes Zitat finden. Die Gestalt saß wie gestern wieder auf dem nämlichen Rasenplätzchen, nur hatte sie sich den Schleier zurückgeschlagen und das von einer Fülle dunkler Locken umwallte Haupt auf die Hand gestützt. Na, da ist also gar keine Rede von dem anderen Kram. So, also, entweder hat Wikipedia hier nicht vernünftig recherchiert oder sie haben tatsächlich noch mal eine andere Quelle genommen, und zwar haben sie extra aus dem Englischen übersetzt. Ich kann mir jetzt nicht denken, warum man sich extra diese Mühe macht, denn da heißt es: And a refreshing wind played joyfully with her long sobbing locks, which covered her luxuriant, ich habe das Wort noch nie gehört in Englisch, bosom and her white shoulders, oder so ähnlich. Ja, entschuldigt bitte mein Englisch. So, und da ich jetzt nicht weiß, was das jetzt korrekt hundertprozentig so richtig auf Deutsch heißt, habe ich mal den Google-Übersetzer gefragt und das Ergebnis hier gleich mal noch eingefügt. Und das seht ihr selber. Also, ja, das ist unglaublich wichtig für die ganze Geschichte. Nein, ist es nicht. Aber ich finde es interessant, dass man sich in der deutschen Wikipedia lieber dafür entschieden hat, wahrscheinlich den Text aus der englischen Wikipedia zu übersetzen, anstatt einfach mal schnell in der deutschen Quelle nachzugucken, wo man sich doch aber trotzdem die Mühe gemacht hat, eine deutsche Quelle hinzuzufügen. Also alles höchst verwirrlich. Höchst verwirrlich. Gut, wir machen weiter im Text. Gut, jedenfalls
löst sie sich wieder auf, als er sich ihr nähert und er eben jetzt verzweifelt beginnt in der näheren Umgebung den Wald abzusuchen, in der Hoffnung, diesen Schrein, die Überreste dieses Schreins und diese dazugehörige Statue finden zu können, ist aber nachts nicht erfolgreich, kehrt zum Schloss zurück und am nächsten Morgen wie ein Getriebener schnappt er sich zwei Bedienstete und sucht die Umgebung ab, bis er schließlich im dichten Unterholz die Überreste eines römischen Hofes findet, ein kleines Gemäuer, vermutlich wirklich nur ein einzelnes Häuslein, und in diesen Überresten findet er eben auch diese Marmorstatue von einer wunderschönen Frau, die im Liegen dargestellt ist und sich wohl auf dem Altar dieses Heiligtums befunden hat. So, der Burkhard, als Adliger hat er ein bisschen Geld zur Verfügung, scheut also weder Kosten noch Mühen und lässt ihr an der Stelle, wo er sie zum ersten Mal bemerkt hat, eben einen kleinen Schrein errichten, und auf diesen Schrein stellen sie diese Marmorstatue. Einige Wochen gehen ins Land, der Burkhard sieht seine neue Flamme nicht mehr wieder, und eines Tages, als er dann auch mit einem Diener zwischen Kuppenheim und dem Schloss unterwegs ist, ergibt es sich, dass sie doch tatsächlich des Nachts, geht nun absichtlich nachts durch den Wald, wieder auf der Lichtung steht. Diesmal, je nach Quelle, nicht nur unverschleiert, sondern tatsächlich vollständig unbekleidet und nur mit ihrem langen Haar, das ihr bis zu den Knien reicht, bedeckt, und sie lächelt ihn an. Der Diener, der kriegt es natürlich mit der Angst zu tun, zieht am Ärmel seines Herrn und möchte verschwinden, und da denkt sich, dass das nicht mit rechten Dingen zugehen kann und hier irgendeine Teufelei am Werk ist. Der Burkhard allerdings natürlich völlig fasziniert, nähert sich ihr. Diesmal verschwimmt sie nicht, er schließt sie in die Arme, küsst sie innig, und ab da wissen wir nichts Genaueres, weil der Diener rennt panisch davon hinauf zum Schloss, verbarrikadiert sich dort, berichtet natürlich den Insassen, was sich zugetragen hat. Der alte Diener, der dem Burkhard überhaupt erst erzählt hat von der Geschichte, von diesem Schrein, ist entsprechend erst recht entsetzt und meint aber, des Nachts kann man da nun nichts tun, sie müssen bis zum nächsten Morgen warten. Im Laufe der Nacht kommt ein großer Donner auf, es geht ein enormer Wind, alle Bäume peitschen hin und her und die ganzen Bewohner des Schlosses haben alle enorme Angst. So, am nächsten Morgen geht die Sonne trotzdem wieder auf, das Wetter wird besser und sie brechen auf mit Fackeln und mit Forken in Richtung dieses Schreines da unten, des späteren Kellersbild. Ort, ne? Beziehungsweise heute heißt es Kellersbild Hütte, und finden dort nichts, keine Spuren vom Keller. Auf dem Rückweg zur Burg kommen sie dann allerdings hier vorbei, und hier am Ort dieses Kreuzes, da liegt der tote Burkhard Keller, unbekleidet, und angeblich soll er auch ziemlich ausgezehrt und ausgedörrt gewirkt haben, der Leichnam. So, das hat man dann seinem Bruder berichtet, der logischerweise auch von Adel gewesen ist. Und dieser beschloss dann, nachdem man ihm die ganze Geschichte erzählt hat, dass das mit dem Schrein da unten ja nicht angehen kann, wenn da so geheimnisvolle und gefährliche Spukwesen ihr Unwesen treiben. Er rückt mit einem großen Hammer an, zerschlägt die Statue, zerschlägt den Stein, und stattdessen wird eine Mariensäule und ein Kreuz aufgestellt. Das ist auch nicht ganz klar, was zuerst. Kreuz mit Mariensäule vermutlich, irgendwie sowas um diesen Dreh. Und damit hat der Spuk auch ein Ende, denn ab dem da eben durch wahrscheinlich göttlichen Beistand, das ist schwer zu verifizieren, dort nun der Fluch gebrochen ist, wurde sie nie wieder gesehen, die geheimnisvolle, weißgewandelte Gestalt im Walde. So,
Und so viel zur Hintergrundgeschichte sozusagen. Was ich noch ein bisschen erzählen möchte, und ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Zeit für weitere Informationen. Tatsächlich steht hier eben nun mal tatsächlich dieses Kreuz rum. Und aus Quellen geht eben hervor, dass hier mal wirklich Burkhard Keller drauf stand. Und man kann wohl auch einigermaßen nachvollziehen, dass es einen Junker oder einen Ritter, Burkhard Keller, zur fraglichen Zeit tatsächlich gegeben haben soll. Und dass der dann auch irgendwie tot gewesen ist und hier tot aufgefunden wurde. Soweit scheint das soweit schon zu passen. Ja? Aus der Geschichte geht leider nicht mehr hervor, jedenfalls nicht mehr zu 100% sicher, warum der hier tot aufgefunden worden ist. Und was ist das für eine Geschichte mit dem Heiligtum der Römer, in einem Heiligtum von vermutlich, wie wir heute wissen, einer Nymphe. Ja? Nymphen, das sind nicht ganz Götter, aber doch magische, mystische Wesen. Man muss ja in der römisch- bzw. griechischen Mythologie immer zwischen den eigentlichen Göttern, die da im Olymp hausen, beispielsweise im Olymp bei den Griechen, und eben dann so weiteren ja, magischen, nicht-menschlichen, göttlichen Kreaturen unterscheiden. Zu denen kann man jetzt den Minotaurus zählen, da gibt es dann ja diese zahlreichen Helden und Halbgötter. Und Nymphen waren Natur-Semigottheiten, sage ich jetzt mal, die meistens mit irgendeinem bestimmten Naturgut in Verbindung standen. Es gab also vermutlich Quellnymphen, Bergnymphen, die einen bestimmten Berg oder einen bestimmten Fels ihr eigen genannt haben. Und die waren auch unsterblich, teilweise uralt, immer wunderschön, immer weiblich und hatten die Aufgabe, auch dieses Naturgut da zu bewachen. Spezielle Baumnymphen, die in Bäumen oder an Bäumen, vermutlich eher in Bäumen, gehaust haben. Die nannte man auch Dryaden, je nachdem in welcher Mythologie wir uns befinden, aber irgendwie so in diese Richtung geht's. Berühmte Dryaden, beziehungsweise berühmte Nymphen erstmal allgemein, gibt es zum Beispiel beim Odysseus, und jetzt fällt mir ums Verrecken ihr Name gerade nicht ein. Ja, denn wenn der Ben vor Ort die Klappe hält, hilft der Ben aus dem Schnitt weiter und verweist nochmal auf Kalypso. Die haben wir eben schon in einem Bild gesehen. Jedenfalls hat die dann entsprechend Odysseus an der Weiterreise gehindert, als er ja unterwegs war, zurück nach Ithaka, um seine Frau wiederzusehen, nachdem er den Trojanischen Krieg ja für sich entschieden, beziehungsweise da wesentlich am Gewinn des Trojanischen Krieges beteiligt gewesen ist und dann allerdings sich mit Poseidon angelegt und damit nicht so wirklich nach Hause gekommen ist, weil Poseidon dafür gesorgt hat, dass es eben zu der Odyssee, der später sprichwörtlichen und namengebenden Odyssee des Odysseus gekommen ist, wo er nicht nach Hause fand. Und eben auf der Insel der Kalypso, da wollte sie ihn nicht gehen lassen und war wohl aufgrund ihrer magischen, teilweise magisch verstärkten, möglicherweise auch einfach nicht magischen und auf anderen Dingen beruhenden Anziehungskraft in der Lage, ihn viele Jahre da festzuhalten. Und sie hat ihm sogar versprochen, dass er ewig jung und unsterblich mit ihr auf dieser Insel leben könne. Aber er wollte doch weiter zu seiner Frau und zurück nach Ithaka, dann irgendwann nach vielen Jahren der Freuden, also ganz treuer Ehemann sozusagen. Ja gut, es war halt damals anders bei den alten Griechen. Und also das ist eine der sicherlich prominentesten Nymphen der Geschichte, die da eine Rolle gespielt haben. Und eine weitere Nymphe, die man diesem Bereich zuordnen kann, ist Eurydike.
Orpheus und Eurydike. Orpheus war auch beteiligt, meines Wissens, bei den Argonauten, war der unterwegs, um unter anderem auf der Suche nach dem goldenen Vlies zu sein. Also so ein goldener Schafpelz, der angeblich ganz furchtbar gestunken haben soll. Naja, wie dem auch sei, jedenfalls war er Lautenspieler und wohl der beste Musikant, den die Welt damals jemals gesehen hat. Und Eurydike war eben seine Frau, Verlobte, so genau weiß ich das jetzt gerade nicht. Jedenfalls musste die mal flüchten vor irgendeinem anderen bekannten Griechen, der sie vergewaltigen wollte. Und auf der Flucht trat sie auf eine Schlange, wurde in den Fuß gebissen und starb. Und ab in den Hades natürlich. So, der Orpheus wollte sich das jetzt nicht gefallen lassen. Und dementsprechend ist er der Eurydike hinterher, treller treller mit seiner Laute, und hat da so krasse Musik gespielt auf seiner Laute, dass ihn selbst der Cerberus in den Hades gelassen hat und der Charon, also der Fährmann der Unterwelt, aus seinem Boot ausgestiegen ist und dem Orpheus hinterhergelaufen, und der hatte dann quasi die halbe Unterwelt im Schlepptau, als er unten bei Persephone angekommen ist. Hades selber war wohl gerade nicht zu Hause. Persephone, die Göttin der unter anderem der Unterwelt, der Fruchtbarkeit, der Gartenpflanzen und diverse Titel hatten die ja immer inne. Und Persephone war auch so beeindruckt von dem seinem Lautenspiel, dass sie ihm erlaubt hat, unter einer Bedingung, Eurydike wieder mit rauszunehmen, sofern er sich nicht nach ihr umguckt. Er sollte sich also umdrehen und Lautenspielen jetzt den Hades bitte wieder verlassen, wieder rauslaufen, während ihm alle Toten, nicht so ganz Toten, folgen, und eben auch seine Eurydike, aber er schafft es leider nicht und blickt sich doch nach ihr um, und da ist alles vorbei und dann muss er in der Unterwelt bleiben und der Orpheus ist dann, glaube ich, auch irgendwann mal tot. Ja, irgendwie so um diesen Dreh. Also das wären zwei berühmte Nymphen der Geschichte, und die Idee eben der Nymphe stammt tatsächlich von den Römern, und dass die Nymphen gewisserweise auch verehrt haben und bildliche Darstellungen, auch Skulpturen von Nymphen gehabt haben, das ist eine Tatsache. Und dass da unten möglicherweise ein tatsächlicher Schrein gewesen sein könnte oder irgendein römisches Heiligtum, bei dem sich auch eine Statue oder ein Bildnis einer Nymphe aus Marmor meinetwegen befunden haben könnte, das ist gar nicht so unrealistisch. Und wenn wir uns jetzt angucken, dass das Ganze vor 400 Jahren spielt, als hier noch erheblich mehr Struktur der Römer um Baden-Baden und in Baden-Baden vorhanden gewesen sein muss, völlig ausschließen lässt sich's nicht, dass da vielleicht wirklich mal, und außerdem soll das ja schon kaputt gewesen sein, dieses Heiligtum, sowas da befunden haben kann, ja, und dass man da dann bei, je nachdem welcher Geschichte wir glauben und welcher Quelle wir glauben, soll der Burkhard da auch gegraben haben und diese Statue erst ausgebuddelt, die war also wirklich verborgen im tiefsten Wald. Ja, man weiß es nicht. Also da könnte sogar was dran sein. So, und jetzt interessanterweise, was für eine Nymphe sollte es denn sein, wenn wir es hier mit einem Wald zu tun haben? Ist es eine Quellnymphe? Naja, Quellen gibt es hier nicht. Also jedenfalls keine besonders herausstechenden, die in irgendeiner Form die Anwesenheit einer Nymphe rechtfertigen würden. Daher darf man vielleicht durchaus vermuten, dass es sich eher um eine Baumnymphe, also eine Dryade, handelt. Und Dryaden sind spezialisiert auf Eichen. So, und wie es der Zufall so will, auch das finde ich irgendwie unterhaltsam, dass das jetzt komischerweise auch so ist, stehen hier in diesem Waldstück, Luftlinie ca. 100 Meter vom Kreuz, wo man den Keller gefunden hat, entfernt, noch einige Eichen rum, die mindestens 450 oder durchaus auch 500 Jahre alt sein dürften. Das heißt, die gab es schon zu Zeiten von Keller. Ja, also könnte es sein, dass es vielleicht mal noch eine noch ältere Eiche, die heutzutage nicht mehr erhalten ist, damals auch schon gab, die schon groß war und vielleicht das Heim besagter Dryade oder Nymphe, die da den Keller entsprechend ja, verführte und in ihren Bann zog. Also wir wissen es nicht, ob da nicht vielleicht... ja, also das überlasse ich jetzt der Fantasie von jedem.
eben, wenn wir bei solchen Themen ein bisschen rumfantasieren, dann tut das ja nicht weh. Und wenn sich Wikipedia rausnimmt, der Dame besonders üppige Oberweite anzudichten, dann nehme ich mir auch das Recht raus, die Geschichte auf meine Weise ein kleines bisschen auszuschmücken. Denn wichtig, jede gute Geschichte verdient es, ausgeschmückt zu werden. Insbesondere bei Geschichten, bei denen ohnehin der Wahrheitsgehalt gar nicht überprüfbar und eher zweifelhafter Natur ist. Aber ich finde das wirklich eine ganz spannende Angelegenheit, Bildmaterial zum nachträglich gebauten Bildstock an der Kellersbildhütte, beziehungsweise das Kellersbild, ne, das ist ja dieser Marienbildstock, habt ihr gesehen. Und was ich jetzt an dieser Stelle euch noch antun wollen würde, wenn es interessiert, und danach ist auch Schluss und ich sage auch gleich Tschüss, wäre noch das dazugehörige Gedicht zu der Geschichte von Keller, der die Nymphe im Walde traf. Da gibt es nämlich ein durchaus schmissiges Gedicht dazu. Das habe ich jetzt noch mit ein paar Waldaufnahmen unterlegt. Und das gibt es jetzt noch zu hören für diejenigen, die Spaß dran haben. Und ansonsten, wie gesagt, ich verabschiede mich jetzt schon. Danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, die Geschichte ist ein bisschen unterhaltsam. Macht's gut und irgendwann gibt es dann auch wieder Faktenwissen und weniger sowas. Ne? Aber dieses Kreuz ist schon verdächtig. Ja, irgendwas muss sich hier zugetragen haben. Man weiß nichts außer dieser Sage. Das ist wirklich alt. Ja, also das mit den 400 Jahren nehme ich dem Ding gerne ab. Außerdem die Quellen, die besagen, dass das eben aus der Zeit stammt, sind ja selber schon 160 oder sowas Jahre alt. Und damals sah das noch besser aus. Vielleicht stand auch mal irgendwo hier noch zu erkennen ein Datum drauf. Oder es gab dann irgendwelche mündlichen Überlieferungen. Ja, nichts Genaues weiß man nicht. Macht's gut. Kellersbild. Es lag ein altes Nymphenbild im Tannenforst begraben, wo vormals Heiden grimm und wild mit Blut geopfert haben. Es lag in seinem Waldversteck wohl 1000 Jahr vergessen, bis diesen Schatz ein Junker keck zu heben sich vermessen. Einst ritt Herr Keller durch den Wald in später Nacht alleine, da winkt ihm eine Frauengestalt am Weg im Mondenscheine. Ihr Auge kühn und minnenklar hat schnell sein Herz umsponnen, doch bot er Hand und Gruß ihr dar, schnell war das Bild zerronnen. Durchforschen ließ er drob den Platz, wo ihn der Schein betrogen, viel klafter tief, so ward der Schatz zum Licht emporgezogen. Und als das schöne Nymphenbild nun prangt an jener Stätte, da schien sein Sehnsuchtstraum gestillt, als ob es Odem hätte. Man sah ihn still um Mitternacht das holde Weib umfangen, es hielt vom Marmortod erwacht ihn fest mit Glutverlangen. Das hat kein sterblich Ohr belauscht, was die zusammen kosten. Die Tannen krachten, Sturm durchrauscht, des Berges Quellen tosten. Und als des Frühhaus erstes Nass den Jäger rief zum Haine, da lag Herr Keller marmorblass, ein Leichnam bei dem Steine. Drob war im Tal der Oos und Murg, viel Leids und ängstlich Wesen. Man ließ zu Baden auf der Burg dem Junker Messen lesen. Zerschlagen ward das Marmorweib, der Höllenspuk vernichtet, und an dem Ort zum Fluchvertreib ein Kreuzbild aufgerichtet.